Ja, wie man gerade während Corona den Fokus auf das behält, was man wirklich, wirklich will. Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid zu diesem zweiten Teil dieser Serie. Ja, wie man während der Corona-Zeit den Fokus auf das behält, was man wirklich will, ist nicht wirklich einfach. So ist es einfach mal. Doch bevor wir uns die weiteren Punkte ansehen, die unglaublich, unglaublich wichtig sind, seine eigenen wichtigen, ganz persönlichen, individuellen Ziele zu verfolgen, das schauen wir uns wie immer nach dem Intro an. Ja, meine Lieben, und schon bin ich wieder da. Im ersten Teil ging es darum, dass es natürlich verständlich ist, wenn einen mal so ein kollektiver Schock, den uns Corona Mitte März beschert hat, schon mal aus der Bahn werfen kann. Das ist ganz normal. Und hier sofort zur Tagesordnung überzugehen, ist wie wenn bei jemandem ein naher Angehöriger überraschend stirbt und man sofort wieder zur Tagesroutine übergeht. So nach dem Motto, das Leben, das muss ja weitergehen. Was natürlich auch stimmt, das Leben, auch unser Leben bleibt nicht stehen. Nur hier braucht ein jeder normale Mensch, sage ich mal, einfach mal Zeit, diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten. So ist es auch mit Corona. Menschen, die anfangs Corona schwere wirtschaftliche, aber auch persönliche Einbußen hatten und sich jedoch vorher schon auch Ziele gesetzt haben, die sie zum Beispiel beruflich weiterbringen, die müssen sich hier natürlich mal um die augenblickliche Lage kümmern. Die müssen sich mal um das existenzielle Fortbestehen kümmern. Und bis es einfach eine halbwegs und existenziell stabile Lage einfach wieder hat. Doch dann, wenn das hergestellt ist, dann sollte es einfach auch wieder weitergehen, den Fokus wieder auf das zu lenken, was man einfach auch wirklich, wirklich will. Ja, der zweite wichtige Punkt vom letzten Video war, dass man sich, wenn man einfach nicht motiviert ist, so gar nicht mehr motiviert ist, so richtig durchhängt, wie es auch bei mir vor einigen Monaten war, weil einen einfach die Corona-Situation so in den Bann gezogen hat, dass man das auch öffentlich sagen kann und bei den anderen nicht so tut, als sei man immer voll motiviert und es ist aber nicht so, ja? Ja, so, nun geht es aber weiter mit weiterhin wichtigen Punkten, die dir helfen, das zu erreichen, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Ja, der dritte Punkt dieser Serie, den ich für unglaublich wichtig halte, ist folgender. Wir leben ja in einer Zeit, in der Wissen, ja, und Informationen in Windeseile, ja, herbeigegoogelt werden können. Ja. Ob die Information immer absolut die richtige ist, die man sich da so herbeigegoogelt hat, das ist jetzt einmal nicht das Thema. Doch die Frage, kennst du das nicht auch? Es steht plötzlich irgendeine Frage in deinem Kopf, im Raum zum Beispiel, wie viele Einwohner hat Marseille, wie hoch ist der höchste Berg der Welt oder wie heißt diese oder jene Person oder wo kommt die her oder was hat die früher gemacht? Oder du merkst, dass dich plötzlich viele Details eines Themas interessieren, wie zum Beispiel eben Corona. Du holst dir Informationen, 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 Informationen und immer mehr und immer mehr. Das kann sich ja schon fast zu einer Sucht eben auch entwickeln. So ist einfach die Gefahr riesengroß, dass man auf jede Frage, die in einem entsteht, sofort eine Antwort haben möchte. Was dann natürlich, wie gesagt, bedeutet, yes, wir haben ja ein Smartphone und da hat Mr. und Mrs. Google die Antwort in Windeseile. Was passiert dabei? Außer, dass ich weiß, wie viele Einwohner Marseille hat und noch Paris und Lyon und was weiß ich noch alles, raubt es einem Zeit, meist viel zu viel Zeit. Ja? Man hat ja jetzt zwar allgemein Wissen angesammelt und ich weiß, viele mögen solche Menschen, die man alles fragen kann und schier alles wissen, so der große Onkel, der einem alles erzählen kann. Nur wenn ich in meinem Leben weiterkommen möchte,
mir das eben zu ermöglichen, von was ich wirklich träume, dann bringt mir, sage ich jetzt einfach mal, 95% dieses Allgemeinwissens gar nichts. Ja? Und genau zur Erreichung meiner Ziele brauche ich kein Allgemeinwissen, mit dem ich vor Freunden brillieren kann. Da brauche ich Wissen, das mich einfach in die Tat bringt, das mich ins Machen bringt, das mich dann meinem Ziel, meinem Wunsch, ja, einfach näher bringt. Was ist also die Essenz dieses dritten Punktes? Häufe da Wissen an, das dich deinem Ziel auf direkte Weise, manchmal auch auf indirekte Weise näher bringt. Und höre auf damit, jede offene Frage, die plötzlich im Kopf entsteht, weil wie gesagt, das wird eine Abhängigkeit, eine Sucht. Hör auf damit, jede offene Frage sofort zu googeln, sondern frag dich dann einfach, bringt mich diese Frage meinem Ziel jetzt näher oder nicht? Oder möchte ich das einfach nur wissen, damit ich es halt weiß? Ja, so und der vierte Punkt, zu dem wir jetzt kommen, ist nun an und für sich sehr, sehr einfach. Andersrum wieder, aber auch nicht. Ja? Es geht darum, sich eine Routine, eine Tagesroutine aufzubauen. Genau das ist, das die meisten kennen und doch nicht so mögen. Ja? Weil sie ja aus ihrem alten Trott, was ja mit Routine verwandt ist, aussteigen wollen. Und jetzt komme ich mit Routine aufbauen daher. Doch schauen wir einfach mal und vor allem auch, was hilft, diesen Punkt mit Leichtigkeit eben auszuüben. Zuvor einfach mal die Begriffsdefinition. Mit Trott assoziiert man normalerweise negativ, macht man schon viel zu lange, bringt keine Befriedigung, bringt vor allem keine Ergebnisse, die einen beflügeln, macht man einfach nur, weil einem die Alternativen fehlen. Die Tagesroutine hingegen meint, dass man Dinge installiert, die einen erstens mal schon durch das Tun in eine gute, konstruktive Stimmung bringen, wie es bei mir zum Beispiel eben die morgendliche Meditation ist und von denen ich einfach auch weiß, dass sie meinem Ziel, mich meinem Ziel einfach auch ein Stück weiterbringen. Also ich mache die Dinge in einem Bewusstsein, die mich schon mit dem Ziel verbinden. Und dieses Ziel wird ja normalerweise mit sehr, sehr guten Gefühlen verbunden. Ja? Wenn es das nicht tut, dann wäre es gut, das Ziel auf jeden Fall zu überdenken. Wie zum Beispiel, wenn ich ein passives Einkommen einfach auch habe, dann habe ich auch mehr Zeit für Familie, habe ich mehr Zeit für Vorträge, für Aufführungen und auch für Urlaub, für Auszeiten, für Mußezeiten. Oder wenn ich mich mit dem Ziel verbinde, dass ich zum Beispiel den Berlin-Wien-London-Marathon laufen werde, was ich ja alles auch schon hinter mir habe, dann macht diese Laufroutine, fünfmal in der Woche zum Beispiel laufen zu gehen, zu trainieren, einfach viel mehr Motivation und eben auch viel mehr Freude. Also meine Lieben, baut euch Routinen auf, nennt diese Routinen Zielroutine oder meinen Wunsch, mich näher, bring Routine, dann hast du schon ein Narrativ, das dich auch in diesem Falle weiter motiviert. Ja, und hier noch zum Abschluss für diesen zweiten Teil, was eben zum Beispiel einige meiner Routinen sind nicht vollständig und kommen natürlich auch immer wieder neu dazu. Nur so als Beispiel. Ja? Tägliche Motivation ist täglich zum Meditieren, tägliche Meditation, entweder geführt oder in Stille, die mich mit mir und meinen Wünschen verbindet und meinen Bedürfnissen näher bringt. Ich bin ein sehr routinierter Meditierer, ich meditiere seit Jahrzehnten. Für die, die es noch nicht so drauf haben, da sind geführte Meditationen meistens super gut. Ja, weiter überlege ich mir, was heute zu tun ist. Ja? Was ist heute das Wichtigste? Und das sind meistens Dinge, die ich am wenigsten gern mache, die hole ich mir raus, die ich am wenigsten gern mache und trotzdem getan werden müssen und setze die dann auf die Prioritätenliste ganz nach oben und natürlich dann die Dinge, die auch gemacht werden sollten, die ich aber lieber mag. Ja, und so ist natürlich,
so geht es dann schon weiter. Wenn ich schon mal was gemacht habe, das mich nicht so wahnsinnig freut, dann baut mich das auf, wenn ich das erledigt habe. Ich mache mir täglich auch weiter klar, dass das, was ich verfolge, einen übergeordneten Sinn hat. Und zwar ist das bei mir der Sinn, dass ich Menschen dabei unterstütze, viel mehr das aus sich zu machen, was ihren wahren Bedürfnissen entspricht. Ja? Das ist das, was mein übergeordneter Sinn von dem Ganzen überhaupt ist. Und das ist es, was das Ganze trägt. Also nicht einfach nur, ja, ich habe dann viel Geld und dann kann ich mir Autos leisten, sondern ich habe diesen übergeordneten Sinn, der für mich das Wichtigste ist, andere Menschen dabei zu unterstützen, sozusagen ihre Bedürfnisse zu leben, auch wenn die Voraussetzungen, die objektiven Voraussetzungen nicht unbedingt die besten sind, so wie es bei mir zum Beispiel auch war. Ich bin in einer Gegend groß geworden, wo die nächste höhere Schule 40, 50 Kilometer weg war. Meine Eltern waren einfache Arbeiter, hatte da keine Unterstützung. Also ich habe mich da einfach auch herauskämpfen, herausarbeiten dürfen. Und das möchte ich einfach auch weitergeben. Das ist sozusagen ein riesengroßer Antrieb für das, was ich tue. Ja, genau. Und das war und ist auch mein Weg, den ich weitergebe, das zu tun, was einen selbst und die Menschen zum Wohle von uns allen einfach immer und immer wieder ein Stück besser macht. Gerade eben auch in Zeiten wie diesen, in Zeiten wie Corona, ist das wohl wesentlich wichtiger, als sich nur mit negativen Dingen zu beschäftigen. Ja, und am Abend vergegenwärtige ich mir täglich, was ich gemacht habe. Das mache ich auch meistens mit einer Meditation, indem ich den Tag ablaufen lasse und einfach nochmal schaue, was habe ich erreicht. Ja? Wirklich mir viele Punkte herbeizuholen, die ich erreicht habe. Andere nennen das von mir das Erfolgsjournal. Ja? Wichtige Sachen schreibe ich mir auch, aber ich mache das meistens eher so in meditativer Form. Ja, und dazu gibt es auch natürlich noch viele andere Sachen, was mir auch ganz wichtig einfach auch ist, dass ich mir täglich Freiräume, bewusst Freiräume mache, schaffe. Auch das ist eine tägliche Routine, sich bewusst Freiräume für Kreativität, für Muße und für was auch immer noch einfach zu haben, ja, was einfach auch unglaublich wichtig ist. Ja, also in diesem zweiten Teil haben wir nun gelernt, dass es unglaublich wichtig ist, sich vorrangig Wissen anzueignen, das dich dem Wunschziel näher bringt und nicht in einen ich muss das wissen, ich muss das unbedingt wissen und das muss ich auch noch wissen, weil das kann zu einer Abhängigkeit führen, dass man alles wissen muss, ja. Allgemeinwissen als Hobby, das ist überhaupt kein Problem, aber nicht zur Erledigung deiner Wünsche und deiner Ziele. Und der zweite Punkt von diesem Video ist, eine Tagesroutine zu etablieren und zwischen Tagesroutine und Tagestrott einfach zu unterscheiden. Ja, meine Lieben, in dem Sinne kommen wir auch während Corona dem näher, was du wirklich willst. Lass mir 1, 2 Daumen da, deine Meinung in die Kommentare hinein. Ich freue mich auf nächste Woche zum dritten Teil dieser Serie, wie man gerade jetzt während Corona den Fokus auf das behält, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Baba, ciao, tschüss, ich freue mich auf dich.